Hallo, liebe Pfeifenfreunde und Tabakgenießer. Ja, heute mal wieder ein kleines Eintabak, vier Meinungen. Gehen tut es um den Red Race Macbeth. Ein Tabak, der mir hier als Probe vorliegt. Als gute Probe, großzügige Probe. Und diesmal ist Christian der Gastgeber, hat uns entsprechend wieder uns vier, das heißt Tobi, Alex und mich, ja, bestückt, einfach mal von einem Tabak, den wir noch nicht kennen, uns ein Bild zu machen, mal Probe zu rauchen. Und ein klein bisschen darüber zu reden. Das Erste, was ich zu diesem Tabak sagen kann, ist, mein Briefkasten riecht wunderbar. Ich habe ihn vor wenigen Minuten rausgeholt, bin gerade von der Arbeit gekommen. Und ich hatte schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die Probe kommen sollte. Christian hatte zwar noch geschrieben, ich glaube am Samstag war es, aber irgendwie war das schon wieder aus meinem Kopf raus. Und wenn ich überlege, wie bescheiden der Tag heute war, umso schöner ist es, so empfangen worden zu sein. Also wirklich ein richtig schöner, leicht würziger Geruch. Und ich wusste sofort, der Tag ist gerettet. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo ich mein Feuerzeug hin habe. Egal, damals. Ja. Die Mischung besteht laut Herstellerangaben aus Virginia und Burley. Im Geruchsbild merkt man auf jeden Fall sofort den Burley. Also es riecht schokoladig, dezent vielleicht nussig. Heu, muss ich gerade nochmal nachriechen. Na, heu ich eher nicht. Also ich habe mir was Schokoladiges. Auf jeden Fall sehr angenehm. Was ich allerdings schon lange nicht mehr hatte, ist so ein Tabaksbild. Das ist sehr, sehr fein. Also es ist noch kein ja, wirklicher Feinschnitt wie beispielsweise der Akropolis von Planta oder sowas oder wie Zigarettentabak. Aber es ist langfasrig und doch recht dünn geschnitten. Ich würde mal sagen, so 2, maximal 3 mm. Naja. Bild mag jetzt nicht so scharf sein, aber man kann es ganz gut erahnen. Auf jeden Fall fein genug, um zwischen den Tasten meiner Tastatur verschwinden zu können. Der Geschmack. Ist mild. Mild und leicht würzig. Also ich möchte sagen, den Burley schmeckt man deutlich raus. Ich persönlich bin kein Fan von Burley in Massen. Ich halte es mit Burley ganz gerne so wie andere mit Latakia. Als kleine würzige Beigabe ist ganz gut. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie viel hier drin ist. Also das Verhältnis zwischen Virginia und Burley, aber den Burley schmecke ich auf jeden Fall deutlich hervor. Aber hier ist es, muss ich sagen, recht angenehm. Zumindest als ersten Eindruck. Also ich habe eine leichte Würzigkeit auf der Zunge. Ich denke mal, das Raumaroma wird auch angenehm sein. Tabak echt. Eine Heuigkeit, wie ich sie in Virginia normal habe, merke ich hier nicht. Also hier schwingt ganz leicht was mit, aber ich persönlich finde, der Virginia ist ein bisschen mehr im Hintergrund. Muss aber dazu sagen, bei mir beginnt jetzt die Heuschnupfenzeit, wobei mein Geruchsbild immer noch ganz gut ist. Von der Stärke maximal mittelstark. Klar, gegen Ende der Pfeife wird er bestimmt noch mal einen kleinen Tucken anziehen, aber insgesamt. Zumindest scheint er die Katze nicht zu verkraulen. Okay, die weiß jetzt gerade nicht, was ich mache.
Kann man rauchen. Gut, hier ist genug drin für noch 1, 2, 3, mindestens 4 Pfeifen. Bewusst wieder aus meiner 315KS, einfach aus dem Grund, weil ich hier ganz gerne neue Tabak einfach probieren möchte. Die meisten Tabak schmecken einfach in dieser Feier. Und die Katze stiehlt die Show. Also meine erste Meinung ist, es ist auf jeden Fall wert, bis zu Ende geraucht zu werden. Sprich, das Tütchen werde ich, denke ich, mit Genuss zu Ende rauchen. Was darüber hinausgeht, wird sich auf jeden Fall zeigen. Ich bin mal gespannt, was die anderen dazu sagen. Ich sag mal, das ist von meiner Warte aus ein guter Tabak. Ein guter Durchschnittstabak, sage ich mal. Vielleicht jetzt nichts Besonderes, aber manchmal ist auch das was Schönes. Mal was ganz Unaufgeregtes, aber ich persönlich finde gut, dass der Burley mich hier nicht erschlägt. Also der überlastet mich nicht. Gut, ich denke, für den ersten Eindruck soll das reichen. Gegebenenfalls schreibe ich noch was unter das Video drunter. Muss mal gucken, wann wir es denn einstellen. Diesmal gibt ja Christian den Startschuss. Schaut auf jeden Fall mal bei den anderen rein. Sobald ich die Videos dann gesehen habe, beziehungsweise auch die Zeit dazu habe, verlinke ich von den anderen natürlich wieder entsprechend ganz unten in der Textbox. Doch, ist schön, auf jeden Fall. Gut, das war's auch schon von mir, von hier für heute. Ich glaube mal von dir, Ralf. Wir sehen uns und noch einen schönen, ne? Macht's gut.